Ich bin in St. Gallen geboren, im Kantonsspital. Ich bin von Anfang an da, ich bin Schweizer. Yeah. Let me hit it backwards, no foreplay, let us fast forward. Da bin ich gezeugt worden, da habe ich meine ganze Kindheit erlebt. Da sind mir die richtigen Werte mitgegeben worden. Und das ist das, wo ein Großteils mit zu dem gemacht hat, wo ich jetzt bin. Ja, wir haben es halt schon gespürt gekriegt, weil das halt ziehend muss ein bisschen durchmachen. Du denkst einfach, hey, meine Eltern, Mann, was tun sie so mit mir? Oder was sind sie so streng? Oder weißt du, wie ich meine? Wieso sagen sie mir so Sachen? Oder wieso sind sie laut und so? Und nachher wirst du älter und fängst an schnallen, was das eigentlich die für einen hohen Rucksack mit sich tragen. Und was das sie alles müssen, müssen erleben müssen, damit wir hier in der Schweiz, in einem der reichsten Länder, aufwachsen und hier in die Schule gehen. Aber ich weiss noch, wo viele zu uns in die Wohnung gekommen sind, sie hey, es war eine kleine Wohnung und ist halt alles anders gewesen, anders dekoriert, anderer Sound, anderes Essen, andere Gerüche. Wenn ich dann auf Portugal gehe oder auf Mosambik, wirst du gleich als der Ausländer angeschaut. Weißt du, was ich meine? Vor allem, wenn du jung bist, checkst du irgendwie nicht so genau, wo du hingehörst. Für mich, ich bin hier aufgewachsen, ich bin genauso Schweizer wie andere. Das ist auch sehr wichtig, dass du das mit dir selber irgendwie auch vereinbaren kannst. Dass nicht die anderen für dich reden, sondern du redest für dich selber. All das ist neu gebaut und einfach die Schule ist genau gleich, wie wo ich in der Schule bin. Shit. Oder willst du selber kloppen und fragen, ob du rein darfst? Ich kann schon, ja. Grüezi. Hallo, guten Abend. Hallo! Oh, François, oh mein Gott! Ja, danke, ja. Oh, schön, ich bin lange nicht mehr gesehen. Ja, nicht denkt, dass so eine Partei der Schule ist. Und das ist genau Frau Sommer, die ich einfach nicht vergessen habe. Die ist einfach geblieben. Und immer der Smile, den sie hatte, immer das Lachen, das sie mir zugeworfen hat. Weißt du, was ich meine? Und die auch ein riesen Smile. Und dann heißt sie noch Frau Sommer. Sie ist so, ich freue mich mega. Ja, wir werden auch einen Kontakt austauschen. Ich habe so viel Mal, wie es euch geht. Warst du kitschig, Mann? Scheiße, zu krass. So crazy. Ah, shit. Oh, oh, ich bin gespannt. Also, gehen wir mal rein. Danke. Crazy, da ist mein Zimmer. Ja, da ist mein schönes Zimmer. Also, yes, mit mit allen immer mega gut gehabt. Und manchmal sind es auch, ich weiß nicht, ich war sehr quirlig, sehr viel Energie auch. Und manchmal sind es auch mit dem nicht klargekommen. Ich weiß einfach, ich hatte sehr viele Fights gehabt. Und ja, ich habe mich einfach gewehrt. Auch wenn sie grössere waren und ich viel kassiert habe, die Kids sind schlussendlich gleich Kids und die fighten auch in der gleichen Hautfarbe, gleiche Nationalität. Dementsprechend war es natürlich sehr wichtig, wenn ich nach einer Person kann, die vor allem auch älter waren oder auch Lehrer, die halt mich ein bisschen mehr, nicht vielleicht verstanden, aber gern kann. Ja. Ich vergesse das nie mehr. Ich gehe aufs Amt und nachher habe ich so den Brief bekommen, also den Brief so schreiben, dass ich jetzt eingeschriebener Zürcher bin. Und ich so voll stolz, ich so, oh shit, weißt, jetzt bin ich auch da Zürcher eingeschrieben. Und dann ich so, ja, jetzt bin ich ein waschechter Zürcher. Und sie sagt einfach, nein, sie sind kein Eidgenoss, also sind sie auch kein Zürcher. Das hat mich hure getroffen, ich weiss noch. Das habe ich hure hart gefunden.
Nee, geh zurück in dein Land. Da war ganz viel. Ältere Leute, so wirklich so knallhart, sagen, geh in dein Land zurück, du scheiß Neger und so. Aber das ist ein paar Mal vorher. Every nigga is a star. Hey, who will decide that you and I and every nigga is a star. Bei mir ist es nicht das Integrieren. Ich bin von da. Ich bin da aufgewachsen. Weißt du, was ich meine? Das ist meine Sprache. Ich denke in dieser Sprache. Und nachher, wenn einfach so Leute so dir so etwas nachwerfen, das ist einfach voll nicht fair. Weil der einzige Unterschied, den wir haben, ist die Hautfarbe. That's it. Und jetzt sind wir genau gleich. Ganz ehrlich, Ausländer können genauso Rassisten sein. Das ist das Leben. Das passiert halt. So ist die Welt. Jetzt kann man es noch besser machen. Ich glaube, wenn mir das nicht alles passieren, würde ich mich nicht so einsetzen für sauberes Trinkwasser in Drittweltländern, für Immigranten, für Flüchtlinge. Und deswegen ist das gut, weißt du? Jeder hat seine Story und es bringt mich zu dem, was ich mache. Und schlussendlich bin ich sehr dankbar, weißt du, was ich meine? Ich bin da, mache mit dieser Kunst, die ich möchte, mit Musik, kann junge Leute unterstützen, kann Ausländer unterstützen, kann Schweizer unterstützen. Ist mir eigentlich scheißegal, von wo das bist, weißt du? Und das Denken hat mich zu dem geführt. Deswegen. Das ist meine Story und sie hätte so müssen sein. We gon' be alright, nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch Situationen, die du erlebt hast oder irgendetwas, oder du etwas Schönes gefunden hast, was ich gesagt habe, kommentier, schreib mit mir, schreiben wir zusammen, schreiben wir über unsere Probleme oder unsere Sachen, die wir fühlen. Nice.